So ihr Lieben, erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute bin ich besonders gut drauf. Ich habe ja euch erzählt, dass ich der Kinderklinik was spenden möchte. Das Problem ist, die Kinderklinik bekommt sehr, sehr viel. Und der Manager für das alles hat mir jetzt gesagt, dass es in Heulweide eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt. Und dass sie sich mehr über diese Spenden freuen würden. Die Kinder sind zwischen 3 und 18 Jahre alt. Genau. Und das sind 60 Kinder. Sobald jemand rausgeht, kommt wieder sofort jemand rein. Also da sind immer eigentlich 60 Kinder dabei. Genau. Auf jeden Fall habe ich diesen Aufruf auf Instagram gemacht gestern. Wenn ihr das seht, ist das jetzt schon länger her. Und bis jetzt wurden 50 Euro auf mein PayPal-Konto überwiesen. Ich habe auch schon eingekauft. Einmal auf kinderbuch.eu und einmal auf, was war das für eine Seite? Ich habe ganz viele Puzzles, Seifenblasen, Malbücher, Malblöcke, so viel bestellt. Oh, gerade hat nochmal jemand Geld überwiesen. Dünndepicktasch, 20 Euro. Leute, ihr seid der Hammer, ich schwör's euch. Also mit so viel Geld habe ich nicht gerechnet. Das macht mich so glücklich. Ich telefoniere mit dem Herrn, der dafür zuständig ist, nach 2 Wochen nochmal. Und Anfang Dezember kann ich dann die ganzen Pakete und so dahin schicken. Wenn ihr auch mitmachen wollt, wenn ihr wirklich mitmachen wollt, unten verlinke ich meine E-Mail-Adresse für mein PayPal-Konto. Ihr könnt über PayPal Geld schicken. Ich kaufe dann alles ein. Und oder ihr schickt Pakete. Unten ist die Packstation auch verlinkt. Genau, ich wollte sagen, wo ich noch bestellt habe. Moment, ich bin so aufgeregt. Und zwar auf mifus.de habe ich auch sehr viel bestellt. Aber ich muss noch Süßigkeiten und so kaufen. Hallo. Wow. Jenna. Wow. Aber nicht alles aufmachen. Nein, nicht aufmachen. Ich dachte, so sollen die das jetzt aufmachen, ja? Guck mal, da. Okay. Oh. So ihr Lieben, ich zeige euch noch kurz den schnellen Einkauf. Und zwar haben wir 2 Packungen Maisgebäck mit Paprikageschmack geholt. Ja, eigentlich schon wie immer das ohne alles, aber sie darf es nicht mehr. Willst du mal probieren? Was? Das darfst du aber nicht anfassen, Lina. Was für ein Joghurt? Ah. So, dann haben wir 2-mal Gouda mitgenommen. Einmal hier und einmal da. Vielleicht will sie einen Ballon, da sind Ballons drinnen. Willst du so eins haben? Dann einmal Krabbenchips. Hier, da. Dann einmal Philadelphia mit weniger Fett. Dann haben wir einmal Kartoffeln, die Wiesenkartoffeln. Und einmal Paprika. Croissants, also den Teig dazu. Dann Zwiebeln. Dann haben wir vom Türken Putenbrust gegart mitgenommen. Mal schauen, wie das schmeckt. Dann Brot, das ist leider ein bisschen zerdatscht. Sieht man, glaube ich. Und zwar ist das Eiweißbrot. Mehr Eiweiß, weniger Kohlenhydrate, Low Carb. Dann Tomaten. Und ein Wurstlöscher. Lina, wollt ihr das trinken? Ja. Okay, dann nimm das mal. Oh, das stimmt. Und dann habe ich noch so ein Gemisch mitgenommen für Köfte. Mal schauen, wie das ist. Eigentlich mache ich das immer selber, aber man kann es immer ausprobieren. Dann die zweite Tüte. Da haben wir eine Banane. Die sind schon leer, wir haben die erst gestern oder vorgestern drin. Dann haben wir hier einmal
Hackfleisch gemischt, arabisches Brot, zweimal Cheese Strings, und dann habe ich einmal Tomatenmark und das ist wieder leer, also fast leer. Dann habe ich hier einmal weiße Bohnen und Kichererbsen. Egal, lass es schon. Ich bin eh gleich fertig. Dann haben wir hier einmal Hähnchenbrust, Oliven ohne Kerne. Gurken, zwei Auberginen. Schatz, du hast das auch nicht weit weggetan, sei ehrlich. Und Äpfel, das war's auch schon. Ja. So, ihr Lieben, wir haben gerade hier aufgeräumt. Beachtet bitte nicht diesen Karton. Der geht auch weg. Also, der kommt ins Keller. Hier haben wir jetzt alles sortiert. Die zwei Sachen werde ich auch, also das ist einmal Lego und einmal Bob der Baumeister, das werde ich auch spenden, also an die Kinder. Und hier haben wir auch nochmal komplett aufgeräumt. Das ist alles Chips, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist nicht normal. Und das ist das, was ich nicht benutze momentan. Das ist viel zu viel an Tupperware. Das ist nur Tupper. Wir benutzen ja wirklich nur Tupper. Und das hier sind die Legos. Und da sind unsere Werkzeuge und so drin da. Genau. Das haben wir jetzt ein bisschen sortiert. Diese Teller kommen auch in den Keller. Nutzen wir nicht mehr. Also nicht so oft, weil wir nicht so viel Besuch haben. Und ja, das ist unser Zimmer für alles Mögliche. Genau, das haben wir jetzt sortiert. Wir haben jetzt insgesamt, also nach dem, was ich bestellt habe, habe ich wieder 70 Euro auf dem PayPal-Konto gespendet bekommen. Insgesamt jetzt, ne? Und heute Abend bestelle ich dann nochmal für 70 Euro Kindersachen, Kinderspielzeuge oder Süßigkeiten. Ich weiß gar nicht, wo man Süßigkeiten online bestellen kann, aber auch nicht zu teuer. Ja, und mal schauen. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht, weil jedes Kind hat das Recht, glücklich zu sein. Einmal zu lachen, nur einmal. Und den Schmerz für eine kurze Zeit zu vergessen. Übrigens, die OP, also was heißt OP? Dieses Kurzskyping wird bei mir am 27.11. gemacht. Der Termin steht jetzt fest um 14 Uhr. Das geht dann 2 Stunden lang. Ich bin so aufgeregt, Leute. Und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe nämlich die Einverständnis, dass ich euch mitnehmen darf. Und dann werden da 2 Kameras laufen. Also einmal deren Kamera und einmal meine. Und ich werde euch alles erzählen, alles. Also ihr werdet auch sehen, wie ich vorher aussehe. Ich muss natürlich meinen Bauch zeigen, ne? Sonst macht das ja keinen Sinn, ob das hilft oder nicht hilft. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das wird, wie das Endergebnis ist. Und ja, lasst euch mal überraschen. So, wir sind jetzt am Kochen. Und zwar macht Nina Suppe. Schön umrühren. Wow, toll machst du das. Ey, langsam. Sollen wir mal weitermachen? Und? Wie geht's dir so? Okay, langsam, ja? Ist heiß. Oh, nee. Ja. So, ich wollte euch zeigen, was Lina schon wieder zum Geburtstag bekommen hat. Wir sind ja momentan voll am Planen. Wir versuchen jetzt schon alles vorzubereiten. Jetzt fehlt nur noch die Deko von Marsha. Also, einmal diese Schokolade. Total süß, oder? Weil ich mich jetzt nicht entscheiden konnte, welches Design, hat sie jetzt 3 verschiedene Designs genommen. Und ich finde die so schön. Genau, davon gibt es noch eine Packung. Die ist aber im Karton. Und dann haben wir hier noch diese schönen Plättchen. Genau, die Seite verlinke ich euch auch noch auf jeden Fall. Ja, ne, freust du dich? Mama. Mama, ja. Nein. So, ihr Lieben, dann hat mich die liebe Besa Deko angeschrieben.
Und zwar hat sie mich gefragt, ob sie mich für Linas Geburtstag etwas zuschicken kann. Und ich habe gesagt, ja klar. Ich habe das Paket heute von der Packstation abgeholt. Sie meinte, ich soll das nicht im Video zeigen. Das reicht, wenn ich ein Foto davon mache auf Instagram. Aber ich zeige das natürlich im Video. Vor allem, sie hat das so schön eingepackt. Sie hat sogar zwei Geschenke für Lina mit eingepackt. Total süß, weil sie Geburtstag hat. Also, sorry, dass ich das jetzt so zeige, aber Lina und Audet haben, wie viele gegessen? 4 Stück schon. Yeah, okay, Lina hat eins gegessen und Audet hat wahrscheinlich 2 und das andere wollte Lina nicht essen, deswegen ist das leider im Müll gelandet, muss ich jetzt ehrlich sagen, ne? Weil das runtergefallen ist im Auto. Dann haben wir hier Buchstaben von Lina in Gold, total schön. Dann hat sie uns noch Dekoband reingetan in Gold. Dann haben wir hier, weiß nicht mehr, ob hier Happy Birthday steht. Nein, nicht aufmachen. Oder herzlichen Glückwunsch. Aber seht ihr ja dann, ne? Ich lasse jetzt nicht aufmachen. Das heißt, das ist eine Girlande, die kann man dann aufhängen. Total schön. Insofern, okay, das sind meine Vitamine, das nicht. Dann haben wir hier eine Folien, einen Folienballon. Das ist jetzt die 2 natürlich, ne? Die wird jetzt 2 Jahre alt. Dann haben wir hier noch mehr Deko. Das ist so eine Girlande, was runterhängt. Habt ihr vielleicht in Ninas letzten Geburtstag gesehen. Dann total schön, so Sternchen. Wenn man Käse und Trauben, man kann es ja machen, ne? Käse und Trauben einfach da rein, also die da reinstechen, so. Oh. Dann haben wir hier nochmal ein Bändchen. Also ich brauche kein Geschenkband mehr für Linas Geschenke. Lina kriegt ja noch einiges an Geschenken. Ich weiß nicht, ich gönne Lina das. Dann haben wir ganz viele Luftballons. Und hier steht Ikidodum drauf. Nein, das seht ihr aber auch, wenn ich das alles aufblase. Ich mache hier ein extra Video für Linas Geburtstag. Ihr könnt hier mal schauen. Wir haben auch sehr viele, also nicht sehr viele, aber die wichtigsten in unserem Leben eingeladen. Dann haben wir hier noch mehr. Wir haben hier Gold und Pink. Das passt natürlich perfekt. Ich überlege sogar schon, ob ich nicht Helium bestellen soll. Okay, eins darfst du, ja? Sie hat sehr viel eingepackt. Das ist viel zu viel. Ich glaube, das hat sie eingepackt, damit Lina jetzt schon mal damit spielen kann. Und das hat sie eingepackt, damit wir das an ihrem Geburtstag alles aufblasen. Und dann, total süß, hat sie Lina Socken geschickt. Einmal von Puma. Die sind noch zu groß, aber oh, ich war... Ach, die sind so schön. Nicht mal, ich habe Puma-Socken heute. Naja, auf jeden Fall danke dafür. Und sie hat uns Socken von Tommy Hilfiger geschickt. Auch total süß. Die passen ihr sehr wahrscheinlich auch jetzt. Willst du sie mal anprobieren? Wow, perfekt. Und die Quali ist der Hammer. Also danke nochmal dafür. Hier ist übrigens noch ein Bändchen für den Namen von Lina. Das kommt auch ins kleine, also in den kleinen Zimmer. Ich will ja nicht, dass Lina jetzt schon alles auspackt. Nein, das ist gefährlich an dem. Wenn das einmal in dein Auge reingeht, ne? Dann hast du kein Auge mehr. So. Mama. Ja, willst du das essen? Okay. Ja, voll schön, ne? Du hast gar nicht danke gesagt. Willst du mal Ippi-Jück machen? An die beiden Shots. Mach mal Ippi-Jück nur. Danke. Ja. So, ihr Lieben, ich koche jetzt für uns und für unseren Besuch. Ich mache jetzt Geschnetzeltes. Einfach mit Reis und Salat. Und gucke nebenbei Sierra Inje. Ich liebe diese Serie. Ja, ich mache jetzt aber erstmal weiter. Und warte darauf, dass die beiden vom Mittagsschlaf aufwachen. Audet und Lina schlafen nämlich immer noch. Ja. So, ihr Lieben, wir hatten gerade Besuch. Ja, meine Freundin war da und sie hat mir so schöne Sachen mitgebracht. Ich habe jetzt alles verräumt. Da waren diese Badekugel dabei, total süß. Dann voll viel von Rituals. Dann das, ein Parfüm. Dann hat sie Geld für Lina reingetan und eine Spende für die
Spendenaktion, was wir gerade machen. Ich war einkaufen mit All That, wir waren bei Kick, wir waren bei Teddy und dann war ich bei Penny, hab Süßes geholt. Wir haben jetzt über 110 Euro ausgegeben heute. Morgen kaufe ich dann Adventskalender, diese Schoko-Adventskalender für 50 Cent. Da hole ich auch so 10, 20 Stück. Ja, ich bin stolz auf uns. Wir haben so viel schon gesammelt. Ich hoffe, es kommt noch mehr. Damit wir den Kindern auch ein bisschen was Größeres kaufen können. Nicht nur diese Kleinigkeiten. Ja, bei Ernstings Family waren wir auch. Da habe ich leider nichts gefunden. Und eine Zuschauerin hatte heute auch ein paar Sachen gebracht. Bitte, bitte machst du heute nicht, weil du gestern bitte, bitte gemacht hast. Das ist nicht gut für deine Haare, Anne. Ja. Genau, ich bin total stolz auf euch. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und ich hoffe, ihr macht weiterhin mit natürlich. Die Bankdaten werden unten in der Infobox verlinkt. Das wird auch so gehen bis zum 6. oder 7., bis zum 8. Dezember, weil wir erst in der zweiten Woche die Geschenke dahin bringen können, hat der Herr Plingen heute gesagt, der dafür alles zuständig ist, weil die momentan halt Feste haben. Also nicht momentan, sondern in der ersten Woche. Deswegen können wir erst in der zweiten und dritten Woche die Sachen dahin bringen. Ich hoffe, ihr macht fleißig mit, auch wenn es nur 5 Euro sind. Das ist viel und damit können wir genug Süßigkeiten kaufen. Wir müssen noch Geschenktüten kaufen. Also, das sind diese Kleinigkeiten, sammeln sich und das ist dann viel Geld. Ja, ich wollte euch gleich zeigen, was für Schokoladen ich bestellt habe und wo. Das sind nämlich richtig frische Schokoladen, nicht aus dem Supermarkt. Das zeige ich euch aber gleich. Vorher räume ich kurz die Küche auf und dann zeige ich euch die Sachen. Ich bin seit 2 Tagen sehr, sehr gut drauf wegen der Spendenaktion. Also, man sieht mir das, glaube ich, auch an. Ja, Audrey und ich sind einfach nur stolz darauf, dass wir so eine Community haben. Wir bedanken uns. Wir sind wirklich nicht viele und haben so viel geschafft bis jetzt. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu der Schokoladenbestellung. Und zwar geht es um Chocolissimo. Ich durfte mir da ein paar Sachen aussuchen. Ja, Schokolade. Ihr wisst ja, es ist wissenschaftlich einfach bewiesen, dass Schokolade Glückshormone freisetzt. Bei Liebeskummer, wenn es dir schlecht geht, wenn du alleine bist, dich alleine fühlst, das ist das Beste, was du machen kannst. Ich zeige euch kurz mal, was ich so bekommen habe und dann sage ich euch einige Sachen zum Shop. Also meine Bestellung sieht so aus. Ich habe jetzt schon einiges ausgepackt. Die Packung ist nämlich seit gestern bei mir. Und ich war natürlich gespannt, ne? Als allererstes muss ich sagen, die Verpackungen sind sehr, sehr hochwertig. Das muss ich jetzt einfach sagen, weil das sieht man auch an. Das seht ihr auch. Seht ihr das? Die verkaufen Schokoladenfiguren, wie man sieht. Dann Schokoladentafeln. Ich habe hier einmal eine mit Zartbitter und Himbeeren. Total schön, oder? Zum Verschenken perfekt, vor allem für Weihnachten jetzt. Und einmal weiße Schokolade mit Erdbeeren. Ich finde das so schön. Vor allem, wisst ihr, was ich gut finde? Ihr könnt das auch selber entscheiden. Zum Beispiel, ihr könnt jetzt sagen, ich will eine Sternform und ich will da drauf Vollmilchschokolade, also ich will die Schokolade halt nicht als Zartbitter, sondern Vollmilch und da drauf sollen dann Erdbeeren, Himbeeren, was auch immer. Ihr könnt auch eure Schokolade selbst kreieren. Ich dachte, darüber wird sich auch sehr freuen. Es gibt sogar hohe Schuhe, es gibt also diese High Heels, so, es gibt High Heels, es gibt Schminke, es gibt alles, Werkzeuge, einfach alles in Schokoladenform. Der Shop ist wirklich sehr, sehr günstig. Und dann haben wir hier Santa Delights, die Verpackung ist der Hammer, einfach der Hammer. Also, wenn die Schokolade leer ist, dann werde ich das auf jeden Fall nicht wegschmeißen. Ich habe jetzt schon hier aufgemacht, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr gespannt war. Und das sieht... Ja. Die Schokolade wird frisch zubereitet. Schokolade ist 6 Monate haltbar und Pralinen 6 Wochen. Das ist so, weil da keine Konservierungsstoffe drin sind. Und ja, das wird frisch zubereitet. Schmeckt nicht wie die Schokolade im Supermarkt. Und ich werde jetzt auch ein paar Sachen testen und kosten, damit ihr seht, ob das schmeckt. Aber wie soll ich das jetzt raus? Welches soll ich probieren? Die sehen alle so schön aus. Ich finde es schade, hier reinzubeißen, ehrlich. Ich würde die am besten aufstellen und gar nicht essen. Ich probiere jetzt mal diesen Tannenbaum.
Man schmeckt direkt den Unterschied. Direkt. Also man schmeckt es einfach, dass es frisch ist. Es ist nicht so dieses... Wie kann man das beschreiben? Man merkt einfach, dass das frisch ist. Nina, willst du mal probieren? Oh, das schmeckt so gut. Und das ist nicht zu süß. Willst du mal probieren? Probier mal hier. Lecker. So. Also diesen Schuh mache ich jetzt nicht auf. Ist zu schade. Dann probieren wir mal das hier, diese Schokotafel. Es gibt da so viel Auswahl, ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich finde das super, wirklich zum Verschenken ist das super. Und die Preise sind wirklich sehr, sehr günstig. Moment. Schaut mal, das ist so schön verpackt einfach. Du machst es auf und es ist immer noch nicht auf. Und hier ist das bestimmt nochmal geschützt, genau. Willst du das probieren? Ja? Okay. Das ist jetzt nochmal so verpackt. Oh, das ist ja richtig fett. Ich dachte, das ist was Dünnes. Das ist voll breit. Hier, das ist breit. Ich beiß jetzt mal rein. Wie kann man das beschreiben, dass Schokolade frisch schmeckt? Ich finde es sehr, sehr gut, dass es frisch schmeckt und dass es nicht lange haltbar ist. Vor allem, dass das ohne Konservierungsstoffe ist, das ist das Wichtigste. Das Coole ist, ihr könnt auch diese Schokoladentafeln zum Beispiel personalisieren. Ihr könnt da ein Foto von eurem Mann drauf machen lassen, von eurem Vater, von eurer Mama, von allen und danach schön verschenken. Das soll ich jetzt auch probieren? Ich habe hier schon das Gefühl, die schmecken sehr gut. Und ihr wisst, ich bin momentan am Abnehmen. Aber durch Zartbitter nimmt man doch nicht zu, oder? War das nicht so? Egal, komm, ich probiere eins. Lena, welches sollen wir probieren? Gell, Bria? Hängst du jeden? Okay, Bitane. Das, das oder das? War dann Bitane weg? Lena hat jetzt die ganze Packung genommen. Bitane, war dann weg. Gib mir eins. Gibst du mir den Weihnachtsmann oder den Elch? Den Elch? Das hier soll ich essen. Das ist jetzt mit Vollmilchschokolade. Sieht so aus. Also mir kann keiner erzählen, dass das nicht edel aussieht. Jetzt habe ich 3 Kilo wieder drauf. Toll. Aber das schmeckt einfach sehr, sehr gut. Sorry, Leute. Also man merkt einfach, dass man die... Ich gucke gleich hier hin, ich weiß gar nicht warum. So, man merkt einfach, dass die besten Zutaten verwendet worden sind für diese Schokolade. Ich finde das super, 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 super. Also, lecker. So, ihr Lieben, natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch. Und zwar sind das 15% bis zu einer maximalen Bestellung von 100 Euro. Also, über 100 Euro kann man nicht bestellen. Also, da könnt ihr den Rabattcode nicht verwenden. Ja, ich verlinke euch den Rabattcode hier. Und unten nochmal in der Infobox, also ihr könnt satte 15% damit sparen. Das ist viel, wenn ihr für die ganze Familie Schoki bestellen wollt. Der Rabattcode darf einmal pro Person eingelöst werden. Und der Rabattcode gilt bis zum 15.12. Also müsst ihr jetzt schnell sein, schnell einlösen und eure Liebsten und Freunde und Verwandten beschenken. Ich finde das eine super Idee. Also... Falls ihr euch noch erinnert, hatte ich für Audal auch mal so eine Schokolade bestellt. Letztes Jahr. Ich weiß gar nicht, habe ich da YouTube gemacht. Und da war das so was Ähnliches wie dieser Fußballschuh. Ich zeige euch den mal kurz. Aber das war kein Fußballschuh, sondern ein PlayStation-Controller. Audal hat sich sehr, sehr darüber gefreut, aber der hat das am Ende gegessen. So, das ist der Fußballschuh. Cool, oder? Damit könnt ihr euren Mann voll überraschen, finde ich. Wenn er so ein Fußballfreak ist, oh, der liebt ja Fußball. Seit neuestem. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich finde solche Tipps immer sehr, sehr gut. Vor allem jetzt, wo Weihnachten kommt, finde ich das super. Super Aktion. Ich packe das jetzt mal wieder richtig ein. Und ja, ich muss auch sagen, dass er mir helfen muss beim Essen, weil nicht, dass das hier rumsteht. Aber das sieht so schön aus. Schaut mal das und dann kommt das nochmal hier rein.
total schön. Anne! Jetzt sieht man hier das Abgebissene. Naja, wie dem auch sei. Ich verlinke euch alles in der Infobox und danke, danke, danke für die schönen Schokoladen. So schön. Also schaut bei Chocolissimo unten vorbei. Ihr könnt ja mal schauen, was euch so gefällt. Was ich voll cool finde, wenn es High Heels und Fußballschuhe oder einfach diese Werkzeuge aus Schokolade, wenn es die gibt. Ich finde das voll cool zum Verschenken. Jetzt habe ich wieder viel geplappert, ne? Ja, du hast doch die ganze Schokolade mitgenommen. Hier, tu das wieder da rein. Ja. Man will nicht mal die Verpackung wegschmeißen. Hier steht übrigens drauf, bis wann das jetzt gültig ist. Dieser Rent hier. 14.02.2018. Lecker, lecker, lecker. Ja. Ich habe jetzt nicht aufgeräumt, weil ich unbedingt die Schokolade probieren wollte. Ich wollte angeblich spülen. Naja. Jetzt spüle ich aber mal. Wird langsam Zeit, ne? So, ihr Lieben, ich habe gerade Dina schlafen gelegt. 2 Stunden später ist sie wach. Und wir wollten einfach nur Tschüss sagen. Sag mal Bye. Bis morgen. Ja, nein, 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 nein. Genau. Hatte Bye, Bye, jetzt. Tschüss. Ja, nein, nein, nein. Hallo, da. Hallo. Bye. Bye. Danke schön.